Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinadventskalender.de. Heute stelle ich euch den Elektronik-Retro-Spiele-Adventskalender von Franzis vor. Für das richtige Nostalgie-Feeling ist bei dem Kalender diese Retro-Konsole zum selber zusammenbasteln dabei. Da alle Spiele mit Hilfe dieses Steckboards erstellt werden, dient der Kalender natürlich auch dazu, die Funktion des Steckboards ein bisschen näher kennenzulernen und den Aufbau eines Stromkreises zu verstehen. In den 24 Türchen des Kalenders bekommen wir dann immer wieder neue Teile wie Schalter, Widerstände oder Leuchtdioden, mit denen wir dann Tag für Tag neue Spiele zusammenstecken können. Ausführliche Informationen zu den Spielen und wie die verschiedenen Teile dafür eingesteckt werden müssen, findet man in diesem Begleitheftchen. Hier zum Beispiel für das Spiel Kopf oder Zahl, welches ich euch nun einmal kurz vorstellen werde. Das fertige Steckboard für das Spiel Kopf oder Zahl sieht dann so aus. Hier unten hat man einen Knopf und immer wenn man da drauf drückt, leuchtet entweder nur noch die rote oder die grüne Lampe. Das Spiel könnte also auch Rot oder Grün heißen. Im Kalender bekommt man jeden Tag ein neues Spiel und damit auch ein neues Steckmuster, für welches gilt, dieses dann richtig umzusetzen und das Spiel zum Laufen zu bringen. Weitere Infos zu diesem und auch anderen Kalendern findet ihr wie immer unten in der Infobox. Das war's auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein auf unserem YouTube-Kanal von meinadventskalender.de.